Moin und herzlich willkommen der Weißwürde Command von Joop. Gegen Judman im Osten sieht es irgendwie unschön aus, im Westen da Kairos gefallen ist. Ich hab's eh nie verteidigt, also. Der epische falsche Megasprung. Ja, das ist hier drüben sehr unschön. Na, immerhin einen Schaden gemacht. Habe ich halt vergessen, dass sie da stehen, muss ich zugeben. Und jetzt braucht man sich wohl auch nicht mehr an sie erinnern. Ja, was die Sowjets gerade alles an MPP verlieren, das Zeug geht ja alles unterversorgt drauf. Nebenbei, wir haben, also, okay. Mal ein bisschen laufen und die Insel anmalen und du kannst hier auch noch ein bisschen rumlaufen und dich bemerkbar machen. Das sind glaube ich alle, die wir von ihnen haben. Ja, okay, komm, den Panzer, wir kriegen ihn nicht mal von uns. Warte, die Befestigung war noch als zerstört angezeigt. Warum sind sie wieder da? Also ja, ihr solltet rennen, soweit ihr das noch irgendwie könnt. Oder fahren. Interessieren. 3-1. Nee, du hast auch keine Chance. Ja, ich meine, du könntest noch nach Korki rein. Als Armee vielleicht etwas bessere Chancen, wenn ihr euch einmal hier durchtauscht. Ist noch da, wo der Zug steht und der Zug trübelt sich und hier steht er noch versorgt. Machen diese Starts nicht unfassbaren Spaß. Ja, dann haben wir ein neues Akku. Ja, wir können dann natürlich auch einfach die hinteren Orte schon angehen. Das ist nicht so schön. Und der ist doch noch da entkommen. Ich dachte, ich hätte ihn, aber ganz offensichtlich war es nicht ganz der Fall. Und die kriegen wir zwar langsam zurückgedrängt, aber wie gesagt, leider nur langsam.
So wird das hier aber vom Vormarschtempo auch ein bisschen abenteuerlich. Aber wir könnten mal diese Artillerie treffen. Ich meine, die nervt wahnsinnig. Oder könnten wir die Armee noch ausschalten? Nein, du kommst hier rüber wegen Kontrollzone. Denn andererseits ist das Ding eh geschwächt. Vielleicht reizt es ja doch irgendwie auch über den Sumpf. Oder du kommst einfach... Okay, ist nur 2-1. Bis im Sumpf 1-1. Ja, wenn man dann noch irgendwie ein Chor daran gestopft bekommt. So wie die Lage ist, würde ich euch noch einen Panzer geben. Den, der direkt einsatzbereit ist. Ja, ich sehe den Ort und ihr könnt hoffentlich im Zweifel irgendwie einen Doppelhaku machen, wenn da was schief geht. Dann überlegen, weil die alle schwächer sind, die Arti daran zu stellen. So, die Flak bleibt dann Kubischef. Du könntest hier das Land mal anmalen. Eine Armee jagen, dann sieht es meist nicht gut aus für die Armee. Übertreibt es dann lieber doch noch nicht. Die Garnison könnte vielleicht da unten rein, obwohl die Einfall, die hängt da oben rum. Den Italiener haben wir da unten gesehen. Habe ich keiner da, hoffe ich. Das sind die Momente, wo man sich sehr ärgern würde, wenn man dann doch wieder einen findet. Ja, das machen wir, die auf Verdacht auf die Armee hauen. Irgendwie da oben rum, das ist wahrscheinlich nichts. Na gut, vielleicht fliegt sie ja wieder zurück. Andererseits, man ist hier im Sumpf und er hat Flugzeuge. Gut, du stehst sowieso im Sumpf, aber es ist vielleicht ja, ist ja auch ein Argument, den Sumpf dann lieber mal zu verlassen. Ja, oder das Kleine könntest, denke ich, eigentlich noch hier hin und müsstest immer noch einen Doppel-HQ haben. Jo. Dann einfach mal sehen, wie ihr das weitermacht, die anderen Fronten. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, wir könnten den Falli hier hinstellen. Einfach nur, damit da einer steht. Der wird natürlich überrannt. Ist dann halt so. Und er kommt dahin. Mager HQ hier oben rein. Oder doch hierhin, dass ihr euch untereinander versorgen könnt. Oder HQ hier rein. Dass wenn er den Ort sich holt, wir von hier hinten noch irgendwie was ranziehen können. Könnte man die Garnison vielleicht da unten reinschieben. So, und dann kommen Bodentruppen. Nächstes Mal. Viel mehr Sowjetisches gibt es auch gar nicht mehr. Der hält das immer noch tapfer gegen zwei Kur, aber das Landungsboot ist inzwischen leider weg. Wir brauchen irgendwie Masse. Ja, die ist jetzt nicht Masse, aber die ist ja auch recht fix wieder da. Meinetwegen auch nochmal Garnison. Oder zwei von euch hier Luftabwehr eigentlich auch alles. Kanisieren, die gehen immer so schnell drauf. Da kommt noch eine Garnison her damit.
30. Juli, die sind wahrscheinlich im übernächsten Zug dann da. Nebenan der nächste ist der 29., wenn das wie immer so herrlich einen Tag daneben liegt von dem, wie man es bräuchte. Warte, dich hätten wir noch nicht. Wo willst du drauf gehen? 5 ist bis da. Gut, das ist dann auch primär für die Armee. Oder du versuchst dich nach hinten abzusetzen. Irgendwas gegen den Panzer wirst du ja wahrscheinlich nicht unternehmen können. Nö, dann kannst du noch versuchen, dich irgendwie abzusetzen. Bei euch läuft es immerhin besser. Für den Moment. Dann springen wir mal und holt das Öl zurück. Er braucht das ja nicht. Und komm mal zum Hakuda zurück, dass du geheilt werden kannst. Wir könnten den Briten erstmal wieder da oben parken. Das Gefallen habe ich meine, Alexandria steht ja noch. Ja, müsst ihr dann eigentlich auch nicht mehr sein. Du passt noch ein bisschen auf Tobruk auf. Du da, das ist alles nicht so spannend. Spannender wird es dann ab hier drüben. Na, ihr steht natürlich inzwischen alle hier auf französischem Territorium. Nutzt euch das was? Steht da einer drin? Nee, gut. Kannst du die Ecke mal eben für die Optik absichern. Aber ich fürchte, jeder, der hier bleibt, würde jetzt demnächst nur überhand werden. Also du rennst zum Hafen, das Akku wahrscheinlich weg und das Chor denke ich auch weg. Ihr habt immerhin ein paar Gegner abgehalten, die jetzt nicht hier sein konnten. Muss man wohl positiv sehen. So, und es geht endlich mal hier weiter. Das ist sehr erfreulich. Aber gleich da oben ist die Armee schon wieder. Aber sie hat ihre Kontrollzone gar nicht. Ist also noch geschwächt. Na gut, du bist dort einen Ticken stärker, sonst geh du mal ran. Vielleicht kriegen wir Luftwaffe oder sowas auf die. So, dann. Fahrzeug ist hier ein übles Unterstellungsproblem. Und ihr müsst auch dringend geheilt und teilweise noch geupgradet werden. Der auch, der kaum jemand da, mit dem man weitermachen könnte. Wir bräuchten mal ein bisschen Kontext, wie es hier so aussieht. Da ist der dritte. Ich glaube, ein Italiener war da hinten gerade, einer noch da oben im Sonstwo und einer hier. Das muss ich. Und der vierte wurde ja zuletzt endlich mal besiegt. Muss ich also gar nicht so viel Sorgen machen, eigentlich. Derzeit vor Fannys. Ja gut, kommen wir irgendwie an das Akku ran. Dafür könnte man ein klein wenig Heilung hier unter einer Fahne nachlässigen. Man müsste durch den Ort, der von der Flak gedeckt ist. Dass das der Flak kein großer Spaß ist, sollte ja klar sein. Ich hoffe mal, du. Die geheilt wurden, hätten natürlich eigentlich nicht unbedingt unterstellt sein müssen. Den brauchen wir nicht, den auch nicht. Kannst dafür noch irgendwas nehmen, was fliegt, falls man es gebrauchen kann. Erstmal nach, die Arti. Na gut, alle Geschosse wären weg, wenn die da angeht, sonst da und vielleicht reintauschen nächstes Mal. Die machen wir noch fit. Noch ein wenig ran.
War, glaube ich, seine Panzerunterstützung letztes Mal da oben. Und das müssten wir schon wissen, wo die neuen Panzer sind. Treffer würde ich sagen. Autsch. Einer. Die Straßen sind bald auch wieder Schrott. Jetzt da entlang aus. Entspannt. Bei Durchmonat. Aber hier sind noch ein Schwungeisenbahn. Die kriegt man gar nicht so schnell alle. Wobei die Route ist schon Schrott. Die Route ist Schrott. Aber hier gibt's Abzweigungen. Bräuchte noch Lyon und Grenoble. Oder Avignon. Also das ist weg. Das gut drauf. Also die sind, hängen hier eh an Montpellier. Morsch ist auch unten. Also es geht um die alle hier. Wobei der... Ich meine, wir könnten erstmal Grenoble nehmen. Dann kämen wir noch nach Avignon. Aber es wäre ein Anfang. Und danach müssen die Straße auch erstmal wieder Pause machen. Oder wir nehmen das Bergwerk mittendrin. Außer da steht eine Flak. Ah, ich würde aber sonst so erstmal. Das alles unten halten, dann. Vielleicht kommt er von hier noch daran. Nächst nochmal Dion, wenn man noch irgendwie die Stärke zusammenkratzt. Du kommst da wahrscheinlich nicht an. Nein. Jetzt bist du unterstellt. Das war letzten Zug gar nicht. Das war ein bisschen unschön. Okay. Also die Panzer, die Zeit haben. Wir müssten eigentlich die Armee überwältigen. Dann die Flak und das Akku angehen. Wir haben im Großraum, wie es ausschaut, einen Feindpanzer. Das also sollte noch machbar sein. Und du kannst hier mal zu Fuß aufklären. Ja, bis vor kurzem war der Ort leer. Immerhin hat es sich noch gelohnt, hier eine Befestigung wegzumachen. Der teilweise nicht gut versorgt. Man bei einem Feindpanzer als relevanten Gegner... Könnte man mit dem Rest hier eigentlich noch gut ausrücken. Dann müssten wir halt eigentlich zuerst die Flak loswerden, bevor wir im Zweifel den Ort mit Luftunterstützung niederringen. Weil ansonsten die Flak alles kaputt machen. Wenn du da jetzt weiter vorheizt, dann müssten wir den auch mal vorschieben. Ja, dann kann man das Doppel-HQ da vielleicht anders ansetzen. Sagen, du gehst schon mal rein, weil du hier an einer dieser Flak rankommst. Schießt die ab, dann machen wir mit Luftunterstützung die Armee weg. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch kriegen. So, haben wir denn irgendwas unterstellt, was fliegen kann? Ja, hier sind ein paar. Noch eins, ich will irgendwas Positives sehen. Okay, du bist auf 3-1, das muss wohl in die Richtung positiv gehen. Das würde aber halt immer noch nicht reichen, aber der Rest ist dann nur gut Glück. Und so viel Moral zum Verlieren hat er gar nicht mehr. Dran sind ja so 2-1, weil wegen nicht vorbereitet. Ja gut, dann haust du halt da drauf.
immer noch. Ja gut, er hat auf 4 Flugabwehr in der Stadt. Das könnte einiges erklären. Aber vielleicht kann diese Armee uns hier helfen. Kann sie zum Glück wirklich. Und den schließen wir einfach ein. So, hier könnte der Fadi mit ran. Baut man im Zweifel halt noch Panzerangriffe. Tja, und dann müssten wir hier rein. Kann sein, dass die hier unterversorgt sind, die Spezialeinheit und die Artillerie. Du hast eine 8. Ja, das kann eigentlich gut sein. Weil die da alle über Gelände agieren. Du kommst da gar nicht ran. Hier ist eine Kontrollzone, oder? Ist Kontrollzone im Weg. Hat nicht so arg viele einsatzfähige Panzer. Deswegen und viel damit schon geschossen. Achso, du kommst da. Okay, warte, du kommst da also an nicht wirklich irgendwas ran im Moment. Höchstens hier oben vielleicht. Es ist schon bezeichnend, dass du auf das Feld kommst, ohne dass eine Kontrollzone gefiltert wird. Das heißt, dass dieses Korps wirklich mies drauf ist. Frage, können uns da auch die falschen Mega helfen? Noch mal überlegen, da... Hat die Spezialeinheit, hat eine volle Kontrollzone. Ja, es geht gerade nicht ganz hundertprozentig auf, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, außer wir können uns dann mit dem Falli irgendwie noch durchmogeln. Also du... Baust offensichtlich hier irgendwie eine ausgeschaltete Kontrollzone, um irgendwas tun zu können. Wo reinfährst. Dann müsstest du eigentlich die Spezialeinheit treffen, aber dann kommt man. Also man käme einfach an keiner Ecke mehr so richtig an das Haku ran. Was ich eigentlich vorhatte, und deswegen bin ich gerade ein bisschen am Überlegen, was man sonst so anstellen könnte. Den da mal angucken. Epischer Angriff. Okay, der das ist aber neu. Ja, ich weiß, es hapert überall in den Unterstellungen. Zieht sich einfach zurück. Kennt man auch langsam. Also du könntest natürlich auf den Hügel fahren. Saku muss ja wohl, da müsste man so richtig, also etwas vor musst du wahrscheinlich sowieso, damit auch die da oben drin sind. Oder wir fliegen den jetzt an. Sollte im Kern auch funktionieren. Weil die halt so schwach drauf sind. Okay, er hat sich auf den Hügel zurückgezogen, das verkompliziert hier alles ein klein wenig. Oder wir heilen dich und du machst nichts, außer nach vorne zu fahren. Was ja auch ganz nett sein kann, vorne zu sein. Machst auch mal hier wieder deine Lebenspunkte. Der kanadische Panzer ist halt endlos unterwegs. Und dann kriegst du nächstes Mal noch deine Upgrades und ihr kriegt auch noch irgendwie tollen Kram. So, ihr könnt euch hier bereit machen, wo ihr steht. So, du könntest leicht von denen getroffen werden und du erst recht. Und du hast immer noch 6 Lebenspunkte.
marschiert denn das Akku hin? Fragezeichen. Den da noch drin haben wollen, es ist noch ein Feld. Wir haben halt nur einen feindlichen Panzer, das ist zumindest die gute Nachricht. Davon ausgehen, wenn wir hier auch noch Chor und so vorschmeißen, dass es schon geht, wenn wir dich hier hinstellen. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass es funktioniert. Das Chor noch. Ich meine, wir könnten auch den Panzer da hinstellen. Und der nächste Mal weiter wird ja eh nicht viel gegen die Dinger kämpfen können. Der ist natürlich nicht unterstellt und hat auch keine echte Aussicht auf Unterstellung. Nehmen wir aber einen Schaden machen, müsste jetzt eigentlich zurück. Noch nicht, wer will noch mal, aber ich vermisse dieses US-Akku, das wir noch kriegen können. Ach, auch meine Einheit unterversorgt, erwischt. Seht ihr auf der anderen Seite gerade relativ viel, leider. Ja, immerhin sieht da drüben doch etwas aufgeräumter aus. Machst du dich mal von hier sprungbereit? Dem Briten jetzt noch einspringen. Und sich nicht eher nächstes Mal, wenn die alle auch mit dabei sind. Wobei, eigentlich sind nur die beiden so richtig dabei. Weil die anderen noch ihre Upgrades kriegen könnten. Nur du kannst dich natürlich hier technisch gesehen in die Nähe stellen, dann könnt ihr so als einen Blob da hinten rumspringen. Müssen wir natürlich noch sehen, dass hier oben so ein bisschen verteidigt zu kriegen. Marty kann mit. Na gut, also irgendwer in Bordeaux wäre natürlich nicht schlecht. Wir beordern dich doch zurück, dann könnt ihr das da so ein bisschen verteidigen. Du kannst noch nach vorne. Wir parken dich mal eben hier. So, und jetzt lustige Positionierungsgeschichten. Also, du kannst nach Saragossa. Habt ihr alle hier euren schicken Ort? Ja, auch noch leicht dran. So, dann kannst du so weit nach... Na gut, also... So weit wie es geht, wenn da nicht gerade ein Panzer im Weg stünde. Aber halt fürs Kommandieren endlich mal wieder ran. Das sieht doch viel solider aus. Dann kannst du noch Kram. Ich meine, er könnte natürlich das U-Boot wegdrücken, aber wahrscheinlich weiß er nicht, dass ich weiß, dass da ein U-Boot ist. Und deswegen lasse ich es auch erstmal stehen. Ist ja halt bei den Dingern auch immer ganz nett zu wissen, wo genau sie jetzt sind. Irgendwie sollte aber vielleicht doch schon noch Bilbao rein. Nur so für den Fall. Du müsstest eigentlich unterversorgt sein, so dass ja da auch nicht durchlaufen kann. So, das war jetzt halt eine Heilrunde, die mal mittendrin eingelegt werden musste.
Und zwei von euch brauchen halt noch Upgrades, aber danach kann es wieder groß losgehen oder ihr geht so in die Schlacht, je nachdem, was die Fallis so wollte, der es auch. Ich meine, wir hätten vier Sprung bereit, könnte man mit den Panzern die erste Linie nehmen und die Fallis machen alles im Hinterland kaputt. Am nächsten Zug, das wäre so der grobe Plan. Dann hatten wir hier noch irgendwo ein Landungsboot mit einer Armee. Na, die Häfen hier vorne sind alle besetzt. Na gut, du könntest ganz unspektakulär diese Armee da platt machen und dich in die Reihe stellen. Aber am Ende reicht's nicht und dann hängst du da fest. Das wäre sehr unglücklich. Oder du fährst erstmal nur näher ran. Hältst dich bereit, für etwaige Angriffe hier oben mitzumachen. Das wird das hier war es noch nicht fertig. Ja, für die Flak sieht das irgendwie schlecht aus, aber vielleicht kommst du doch irgendwie durch. Aber die hier würde ich lieber evakuieren. Bomber kommt. Auch auf nichts Gescheites, genauso wenig wie der Träger. Höchstens der Strat, der jetzt auch mal unterstellt ist. Wobei hier oben flog der ja zuletzt mal mit. Nehmen wir hier noch mehr Zeug. Da anfliegen lohnt jetzt nicht, weil wegen Flak. Was da einfach oder hier. Da gehen wir auf Nummer sicher, weil da jetzt keiner gegen geflogen ist und du drückst sogar einen Schaden durch. Und hast damit deinem HQ auch noch ein bisschen Erfahrung rübergeschoben. Tja. Du könntest natürlich abhauen. Also, dass wir demnächst hier noch ein HQ hätten, wäre vielleicht nicht verkehrt, dass man die Versorgung überall besser machen kann. Na, sonst kommen wir da unten an den Hafen. Nein! Da ist doch noch das eine U-Boot. Na klar. Eins doch noch da. Ja gut, so viel zu dem HQ. Ich zurück, du kriegst noch Ausrüstung. Vielleicht da einen Moment überlebst. Ihr müsstet fit gemacht werden. Könntest du auch fast runterfliegen, aber da ist ja niemand, der dich kommandieren kann, weil es jetzt komischerweise gerade kein HQ mehr gibt da in der Ecke. Merkwürdige Entwicklung. Hier nur die Brasilianer. Kommt jetzt nicht gerade übermäßig Verstärkung rein. Aber die Panzer regeln das schon im Moment. Und wenn die Fallis gut springen nächstes Mal, gehe ich davon aus, dass wir einen guten Schwung von dem Bereich hier unten zerlegen können. Und ihr steht da teilweise noch rum. War hier noch irgendwas? Noch ein Chor? Auch erstmal her. Das ist eine neue. Das noch ein neues HQ. Hier geht es hoffentlich etwas besser als den Briten und für euch noch eine Pack. Ja gut, dann haben vor allem die Briten noch Geld. Dann wieder her mit Zeug. Und da ist das Geld weg. 190 noch in Amerika.
Man könnte die letzte Armee schon mal auf die Liste setzen. Frankreich hat noch keine echten Einnahmen. Hey, ihr könntet euren schweren Panzer haben. Naja, gut, wenn ihr ein paar mehr MPP hättet. Okay, abgesehen von dem einen unschön gelaufenen U-Boot. Wo geht's eigentlich? Also, sobald hier wenigstens ein US-Akku noch reinkommt. Und nächstes Mal werden wir, denke ich, gut zuhauen können. Wann kommt Verstärkung? Ah ja, die schweren Panzer sind nächstes Mal da. Der Rest zieht sich noch. Ihr habt auch die schweren und noch einen ganzen Schwung Chor. Die Sowjets, ich nehme an, der 29. ist der nächste Zug. Es sind zumindest ein paar Einheiten. Aber ihr braucht auch noch mehr, um das wieder irgendwie zusammenzuhalten. Gut, was alle weitermachen. Die Stadt brauchen natürlich irgendwann auch eine Pause. Das Öl ist wieder geholt, das wird fallen. Hier mal sehen, wie gut und weit ihr hier noch mitmachen könnt. Und ihr, wie sehr ihr das durchhaltet. Ja, ich denke, wir können den Zug beenden. Ja, genau, Tunesien. Schließ dich mal an. Fünf MPP schon für Frankreich. Und dann damit an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dude mehr mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.